Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute wieder ein neuer Spielmodus und zwar Tower Defense im Tower Defense. In dem Fall bedeutet das, alle Einheiten, die von Gegnern kommen, sind Nahkämpfer und alle Einheiten, die ich hinstelle, sind automatisch stationär. Das heißt, man kann die nicht umstellen. Und kriegen aber 500 mehr Reichweite. So. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Champion. Hohohohohoho. Ja, dieses Lachen gefällt mir gut. Es ist wie meins. Das ist wirklich sehr gut. Das ist sehr gut. Die sind sehr gut. Der auch. Alter, wenn die 500 mehr Reichweite haben, Junge, 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 dann stelle ich einfach hinten alles hin, da. Ich glaube, ich nehme die Masken lieber mit rein. Nehme die Masken mit rein und stelle. Oh, holy shit. Die Reichweite ist ja abartig. Gucken wir mal. Ach so, Champion. Ja, mache ich gleich noch. Oder ich mache Champion dann auf den Fürst des Todes. Und spare mir das so ein bisschen auf. Das könnte ich auch machen. Aber interessant, interessant. Er hat ein bisschen verkackt, weil seine Harpien ist hier halt scheiße, ne? Harpien ist hier einfach scheiße. Das heißt, hier kann ich aber auch nicht die Fernkämpfer vor die Nahkämpfer stellen. Das klappt hier nicht. Das klappt hier nicht, weil die sich ja nicht bewegen können. Das heißt, die Fernkämpfer würden dann zuerst angegriffen werden. Und das wollte ich nicht. Das will ich nicht. Mal sehen. Die ersten Fernkämpfer, die hier kommen, rein theoretisch, sind auf Welle 8. Und laut der Beschreibung des Spielmodus müssten die Nahkämpfer sein. Aber auch wenn ich eine Echse schicke zum Beispiel, müsste die Nahkämpfer sein. Hat ein Pyro hingestellt. Da kam einfach nur eine Echse raus. Okay, halb so wild. Das bedeutet, der kann ja dann bis sonst wo schießen. Krasser Shit. Ja, Tanks sieht schlecht aus. Mit Tanks sieht es schlecht aus. Was denn hier? Ach, Crossplay. Dual Lane. Ja, Axis-Nahkämpfer, okay. Duo-Lane. So, verkackt, aber nicht so schlimm. Magischer Schaden ist jetzt erstmal nicht da. Okay. Maske verbessern. Neue Masken hinstellen, oder? Ja. Um die drumrum dann für, also hier um die Jüngeren drumrum Fürst des Todes hinstellen, macht schon Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Hier kommt eine Nahkämpfer-Echse. Ich habe natürlich aktuell keine Tanks, die vorne stehen. Ich hätte nur den Baum. Ich muss dann im Roll Tanks erwischen. Masken raus und dafür Tanks reinstellen. Muffin.
gerade schon mal einen Baum hinstellen. Ein bisschen weiter vor, ungefähr so würde ich sagen. Es geht. Das geht. Da ist die Reichweite auf jeden Fall noch da. Ich weiß gar nicht, ob das klassische schräg hinstellen hier Sinn macht. Okay, der hat geschossen, ich hab's gesehen. Ich glaube, das macht eher wenig Sinn. Interessant, da muss man sich wirklich überlegen, wie man es macht. Das ist natürlich noch mehr Reichweite, logischerweise. Sehr schön. Ich habe wirklich starke Einheiten hier gerollt. Aber keine Tanks. Also den Pyro könnte ich natürlich noch vorne hinstellen. Das ist klar. Aber die können sich ja gar nicht bewegen. Das heißt, auch wenn ich mit dem Fürst des Todes die Drachen beschwöre, können die sich auch nicht bewegen. Die können nicht angreifen! Ja, Harpy und Seeschlange sind halt hier. Weiß nicht, ich glaube, die sind hier nicht so gut. Ich werde hier schon mal so ein bisschen für die Pyros den Weg ebnen. Ja, weiter König auf Erden. Das sind einfach alles Nahkämpfer. Das heißt, einen Fernkämpfer zu schicken ist nicht so clever, weil die nah ranlaufen. Und sie sind ja deswegen Fernkämpfer, weil sie nichts aushalten. Also dann eher Tanks mit reinhauen, na? Okay, hier sind auf jeden Fall drei Pyros schon da. Und zwei Särge. Jeden Fall schon mal noch einen Jünger dahin hinstellen. Mache ich auch. Noch eine Maske. Schütze macht natürlich dann Sinn, wenn ich es ihm gebe, ne? Weil er am ersetzt angegriffen wird. Macht das schon am meisten Sinn. Okay, bei denen müssen wir gucken, dass es vielleicht auf die 10 schaffen. Ich glaube, da 10 angreifen. Macht vielleicht am meisten Sinn. Ich werde den mal aufwerten. Zum Lebensbaum. Wenn ich dann den Pyro habe, ist das gar nicht verkehrt.
Ach, ich muss Rocker aufholen. Ja, die Welle ist natürlich hart für, wenn man nur Fernkämpfer dann hier hat zum Angreifen. Okay, da ist durch. Das könnten wir jetzt schicken. Wir könnten schicken. Groot auf jeden Fall. Macht wahrscheinlich sogar Sinn. Ich werde auf keinen Fall noch eine Maske hinstellen. Das macht keinen Sinn. Da stehen schon genug da. Mal den Dino. Okay, die müssen natürlich jetzt gegen zwei kämpfen. Aber die Serker sind schon ordentlich verbessert. Die halten ganz schön viel aus. Das wird erstmal nichts. Die haben das wahrscheinlich schon öfter gemacht. So, Fürst des Todes. Champion. Wir nehmen das und das kriegst du. Ein bisschen Nahkampfschlitz ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Nehme ich den Jünger raus. Und habe da ein bisschen Tankpower. Ja, das klingt gut. Mehr Tank Power. So, wir brauchen Stich. Stich haben wir genug. Ich warte einfach den auf. Dann hat der Fürst des Todes auch schneller seinen Mana wieder. Ich hätte hier noch einen hinstellen können, um die dann zu verbessern, aber das habe ich jetzt verpasst. Das heißt, wir nehmen das so, wie es ist. Ja, die kribbeln sich ganz schnell durch. Ich habe nicht genug Tanks stehen. Das muss ich jetzt in der Welle ändern. Dass ich hier die goldenen Beschützer noch mit hinpacke. Das gerade so abwehren können. Goldene Beschützer. Kommen auf jeden Fall mit dazu.
könnte hier drüben ein bisschen splitten. Macht vielleicht sogar Sinn. Gucken wir mal. Macht trotzdem ein Stück weit Sinn, aber dann brauche ich da drüben noch bessere Tanks. Okay. Oh, hier sieht's gut aus. So, die dicke Kanone hat ordentlich Reichweite. Die stelle ich ganz hinten hin. Der hat auch gut Reichweite. Es hat nochmal ein ganz anderes Gameplay als der normale Spielmodus. Da muss man ganz genau darauf achten. Ich habe das sicherlich nicht optimal alles hingestellt. Aber dadurch, dass ich das hier zum ersten Mal spiele, komme ich doch ganz gut zurecht. Ja, rechts müssen mehr Tanks hin. Aber ich muss dann gleich erstmal neue Fürsten des Todes bauen, damit ich die 15 überstehe. Ach scheiße, ganz vergessen. Ich habe ihm jetzt Kanonenschützen geschickt, die sind jetzt Nahkämpfer. Ja gut. So, der wird aufgewertet. Dann werde ich hier ein Pyro aufwerten. Der hat jetzt ordentlich Reichweite. Das macht halt gar keinen Sinn, dieses Autosend. Weil du wirklich nur Nahkämpfer schicken kannst. Das ist halt, macht halt am meisten Sinn. Ja, das habe ich gut abgewehrt. Gar kein Ding. So, du wirst verbessert. Und dann baue ich, glaube ich, sogar noch einen hin. Oder ich baue hier mal die Tanks auf und mach die mal ein bisschen stärker. Und hier noch so einen Baum hin. Den kann ich ja dann zu diesem magischen Baum machen mit diesem Explosionsteil. Ja, die haben wesentlich mehr Leben, wenn du die einmal aufgewertet hast. Macht halt schon Sinn, ne? Da kommen die Nahkampfdrachen. Das sieht alles irgendwie nicht so rund aus. Sowas funktioniert. Und darauf kommt es ja auch an.
Du warst aufgewertet, du warst aufgewertet, du warst aufgewertet. Kanone werte später auf. Wobei ich könnte jetzt noch eine zweite hinstellen. So machen wir das. Noch einen Baum hier drüben hin. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Sinn das macht. Aber wir gucken uns das einfach mal an. 440. Ja, hier rechts hat es schon wesentlich länger gehalten. Da war links schon fast komplett tot. Ja, das sieht sehr gut aus. Oh, sehr schön, die Kohle kommt. Der Hubel rollt. So. Neue Fürsten. Vier Stück. Ist schon verrückt, ne? Ich muss gucken. So. Also, wir schicken hier auf ihn. Ich schicke auf Orange und auf Lila. Schickt der Grüne. Da er schon die Auren schickt, muss ich das nicht machen. Macht ja gar keinen Sinn. Oh, haben wir noch mal ordentlich locker rein. Ja, der hat 150, der eine. Da liege ich ja ganz schön weit zurück. Jawohl, wird alles verprügelt. So, jetzt brauchen wir mehr Stichpower. Das heißt, wir werten die auf, stellen da auch noch welche hin. Werde ich mal noch so einen Wanderer mit dazu packen. Wobei, den stelle ich vielleicht lieber hier hin. Einen kriege ich locker noch rein. Und eine Schnecke. Aus Prinzip. Ich habe auch schon 880 geschickt. Jetzt können wir keine Worker mehr holen. Aber über 100 habe ich auf jeden Fall. Und ich sehr weit zurückliege hinter den anderen. Vielleicht haben die ihre besser platziert oder haben das auch schon mal gespielt im Vergleich zu mir. Ich glaube auch Tanks sind hier, wenn man Tanks schickt als Söldner, sind die sehr viel wert.
Damit dann die anderen ordentlich angreifen können. Machen wir es erstmal so. Schon 1000 gesammelt, Junge. Das geht hier flott und flotter. Da kommt natürlich sowieso nah ran. Das ist gut, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen besser splitten bei so einem großen. Könnte man. Mache ich natürlich jetzt nicht. Übelster Laser. Laser und Pyros. So, wir werden jetzt hier nur noch die Fürsten aufwerten, beziehungsweise hier noch ein bisschen einfach in die Frontline investieren. Die Masken mache ich jetzt nicht noch, die haben einfach Pech. So, da sieht so aus, als schicken wir auf der 22. Und dann ist Schluss. Aber du kannst ja dann keine großartigen Fernkämpfer schicken. Das heißt, es werden wahrscheinlich ganz viele Kraken einfach kommen. Macht ja am meisten Sinn. Ich werde auf jeden Fall einmal trotzdem die Auren schicken. Und dann schicken wir einfach ganz viele Kraken mit rein. Belagerungsmaschine könnten wir auch noch machen. So, den letzten Fürst kann ich nicht aufwerten wegen Mini. Deswegen verkaufe ich einfach die und fertig. So, wie viel kriege ich noch zusammen? Genau. Ja, es schwankt. Es schwankt. Dann nehme ich lieber das zur Sicherheit. Holy shit. Das ist heftig. Aber er hat ganz viele Stichler geschickt. Das sind aber wirklich ganz viele einfach mit vorne. Das sieht drüben aus. Man kann ja kaum was erkennen durch den ganzen Laser. Ja, ich halte noch. Im Moment halte ich noch. Und jetzt bin ich erst down. Ich war nur die letzten dreien. Das wird ein Sieg. War mal eine interessante Spielweise, muss ich sagen. Da muss man ein bisschen mehr nachdenken, wie man die Einheiten platziert, weil die können sich ja nicht bewegen, ne? Ja. Quest abgeschlossen, sehr schön. Eindeutig gewonnen am Ende. Das war's mit einer weiteren Runde Legion. Schaut euch auch gerne die anderen Videos mit an. Lasst ein Like da, ein Abo gerne, wenn ihr weitere Legion-Videos sehen wollt. Bis dahin wünsche ich euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.